So, laden. Hallo, neues Video. Ja. Mein Name ist Sam. Ich versuche mein Glück mal wieder direkt nach der letzten Aufnahme. Ohne Übergang. Nur mit Überschmerz. Da als diese ganzen Typen kommen. Ich glaube, ich kann das nicht mehr abwenden. Sieht nicht gut aus. Die Entsatztruppen der GDI. Da muss ich eins vorher. Ich habe zu spät gespeichert. Der Stadt, um ihnen zu helfen. Die sind dann schon drin hier. Muss ich doch auf Mittel gehen? Nein, ich gehe nicht auf Mittel. Ich weigere mich. Ich gehe auf Laden 4, also Sam 4. Ja, es gibt 5 Sams. Der vierte ist mir am sympathischsten. Aber das wird sich dann herausstellen, wenn ich mit diesem vierten Sam auch die Mission gewinne. Ich würde ja gern irgendwie von einer einzigen Einheit Tausende bauen und dann den Gegner überrennen, aber das geht hier nicht. Ich habe hier keinen Emperor, keinen Overlord, keinen Mammutpanzer, keinen Alleskönner, immer nur halbes Könner. Und so kann das doch nichts werden. Ziel bestätigt. Das ist echt zum Weinen. GDI stehen unter Beschuss. Wieso ist der jetzt nicht mit ausgewählt worden? Ist aber auch nicht so schlimm, dann bleibt er eben hier. Operation läuft. Einer muss ja die Basis beschützen. Wenn schon nicht die Sammler, weil sie zu dumm sind, sich zu verteidigen, dann eben so einer. BMT, redet bereit. Am Arsch. Ja. Einheit wird angegriffen. So. Ich weiß, es ist wohl viel zu spät, das jetzt noch zu versuchen. Und da sehe ich schon... Ich sehe gar nichts, ich weiß von nichts. Ich mache jetzt den Kram hier. Ich will endlich mal irgendwie einen kleinen Erfolg erleben. Auch wenn ich dadurch die Mission verliere. Ich hätte einen Ingenieur mitnehmen sollen. Dann hätte ich vielleicht noch Chancen gehabt, hier mich neu zu... organisieren. So, weg damit. Den Bau eliminiere ich auch direkt. Jetzt habe ich wieder schon fast zu viele Einheiten. Ich kann nicht mal mehr... Oh, dumm ist das. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Die Truppen haben locker gereicht, das hätte ich aber beim ersten Mal bestimmt auch geschafft. Aber ich bin irgendwie froh, dass ich das jetzt erstmals irgendwie geschafft habe. Das ist das erste Mal, oder? Jetzt muss ich eigentlich nur hoffen, dass ich irgendwie geile Verstärkung bekomme. Wenn hier alles futsch ist, sonst habe ich keine Chance. Obwohl, ich müsste ja eigentlich nur meine Entsatztruppen irgendwie da rausholen und dann kann ich weitermachen. Ja, natürlich passiert nichts. Natürlich, das wäre ja komisch. Nieder mit diesem Denkmal. Auf jeden Fall habe ich hier wieder neue Ressourcen. Die werde ich auch brauchen, denn ich habe keinen Stützpunkt mehr. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um... Können vor Lachen. Hilfe, er hat mich gesehen! Hohe Tiberium-Belastung. Versteckt euch, Lungs! Versteckt euch! Leute! Nein, sie kommen von beiden Seiten! Wir sind umzingelt! Wir sind verloren! Unterwegs! Was machen wir denn da? Was soll ich nur tun? Ob der jetzt immer weiter Einheiten baut, ist ja alles voll, steht die ganze Karte. Unterwegs. Du denkst wohl, ich hätte Angst. Kann ich noch irgendwas tun? Ich kann mir das schöne Wasser angucken. Das sieht ja wirklich fantastisch aus. Und witzigerweise kann man nicht nur das Bild reinzoomen, sondern auch den Ton reinzoomen. Man hört das Plätschern. Warum ist es hier noch so rot? Ach, ich hätte das vielleicht auch noch. Sind bereit.
Das ist echt noch irgendwie relevant. Zielgebiet bestätigt. Da ich gerade nichts anderes zu tun habe, mache ich das einfach mal. Was soll ich sonst tun? Ich muss meine Einheiten irgendwie in Sicherheit bringen. Ich kann sie ja nicht dem Feind zum Fraß vorwerfen. Ich könnte neu laden, aber... Das kann man im echten Leben auch nicht, ne? Aber wir sind ja nicht im echten Leben. Das ist ein gutes Argument. Also muss ich dann doch gleich neu laden. Mist, wie ich mich schon mal selbst argumentiere. Also gegenargumentiere. Meine Argumente selbst entkräfte und ihnen jeglichen Sinn nehmen. Dafür gibt es ein neues Argument und das hat dann wieder Sinn. Also letztendlich kann ich nur gewinnen. Entweder mit diesem Argument oder mit jedem oder mit der Sinnlosigkeit an sich. Jo, wir radieren sie aus. In der Grundschule hätte ich auch gern mit Panzern radiert. Besonders wenn es dann hieß, nein, einmal eins gibt nicht zwei. Können alle nicht rechnen, die Säcke. Ja, ausradieren. Habt ihr es nicht gelernt? Das habt ihr in der Arge eigentlich gemacht? Den ganzen Tag nur Betten gebaut, wahrscheinlich. Oder einen Bus bauen. Aber nichts Anständiges gelernt. Oh, wer kommt denn da? Kann ich? Ja, kann ich. Ey, wie sind meine Infanteristen zuerst ausschalten? Die wissen genau, wie man radiert. Bei Nord lernt man das richtig gut. Weil GDI schreibt, lieber Nord radiert hat. Man könnte auch Synonym verwenden, erschaffen und zerstören. Ich lache ja, wenn jetzt nichts passiert, dann war das alles umsonst. Was aber durchaus möglich ist. Boom, jetzt kommen die halt immer wieder mit neuen Einheiten, aber ich kann keine neuen mehr bauen und jetzt ist es amtlich. So, alles für die Katz. Da kommen immer mehr. Verstanden. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Ja, komm. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Macht euch nicht lächerlich. Bringt euch mal alles selbst um, wie wär's. Einheit befördert. Feuerzone bestätigt. Wir verlieren Druck. Komm ich hier irgendwie hoch? Nein, komm ich nicht. Das erinnert mich schon etwas. Denn hier oben ist ja... Genau, hier oben waren nämlich diese ganzen Hubschrauberplätze. Und das war richtig fies, weil man da nicht so leicht hinkommt. Das hat mich echt dann am Ende immer viel Zeit gekostet, da noch hinzukommen. Unterwegs. Ich würde ganz gerne nur BM... Moment, ich habe eine Idee, na gut, aber sie ist nicht sehr gut. Ich könnte ja BMTs bauen und da mal Raketenbots reinschicken, dann hätte dieses Fahrzeug sowohl gegen Infanteristen als auch gegen Panzer eine Chance. Das Problem meiner Sache ist einfach nur, dass das eine zu geringe Defensivwertanteil hat. Dann ein, zwei Schüsse und sie sind weg, egal ob sie Raketentrupps drin haben. Einheit wird angegriffen. Das ist sehr schade, da kann man aber leider nichts machen. Gegen echten Panzer ist halt einfach kein Kraut gewachsen. Verstanden. Aber gezüchtet. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in die Ja, ich versuch's mal. Um ihnen zu helfen. Hören wir mal auf Eva, ausnahmsweise. Vielleicht hat sie ja recht. Vielleicht ist das unterwegs. Die Möglichkeit, diese Mission noch herumzureißen. Oder ich gehe direkt zum Gegner, der ist ja hier unten. Was ist das? Das ist Geld. Was mir überhaupt nichts mehr bringt. Es regt mich halt gerade so auf, dass man die Brücken nicht zerstören kann. Dass wir die Sache so möglich machen. Ja klar, geht doch zum Gegner. Ich habe euch auch genau dahin geschickt. Vielleicht ist das ja irgendwie zielführend. Einfach mal zum Gegner zu rennen, sich abschlachten zu lassen. Panzerdivision ausrücken. Sollte ich hier die ganzen
Gebäude zerstören, dann können die sich dann nicht einnisten. Ich bin nicht so der Fan von zivilen Gebäude zerstören. Vielleicht machen sie es diesmal nicht. Also gar nicht so viel, was da steht, oder? Wäre witzig, wenn die alles verkauft haben, weil sie schon so siegessicher sind. Zielgebiet bestätigt. Einheit wird angegriffen. Ja, schon ulkisch. Dann hätte sich das Ganze ja doch noch am Ende rentiert. Schafft Platz. Ziel bestätigt. Feindliche Einheiten in Sicht. Verstanden. Da muss ich direkt mal speichern. Unter einem ganz besonderen Speicherstand. Haha, das klappt sicher noch. So. Versuchen wir es. Ja, der geht als Kanonenfutter vor und lenkt das Feuer auf sich, aber sie schießen gleich auf den nächsten, den sie für viel bedrohlicher halten, weil der noch voll grün ist. Und weil es ein Panzer ist. Erstmal auf die Bösen, dann könnt ihr... ich lasse diesen Reim mal lieber. So. Erstmal die Laser weg. Dann sind die Entsatztruppen nämlich mein. Dann habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Verstärkung. Ach nee, noch nicht. Aber jeden Moment. Bitteschön. Ja, was für eine Basis. Da sagst du was. Ich könnte mich hier oben aufbauen. Jetzt muss ich echt... Moment. Moment, die will was sagen. Jetzt will ich nicht nochmal... Ja, ja. Jetzt kann ich speichern. Ach nee, das Dumme ist, ich kann den nicht hier... Oh. Ich kann den noch nicht befehligen oder aufbauen. Das GDI-Verstärkungsteam steht jetzt unter ihrem Kommando. Befehligen kann ich ihn aber nicht automatisch aufbauen. Der kann sich nur da aufbauen. Feindliche Einheiten in Sicht. Warum, warum? Warum wird mir hier jede Freiheit genommen? Warum? Ich muss trotzdem nochmal speichern und jetzt habe ich Angst. Mir fehlt hier echt die Kurztaste, Kurzwahltaste, Tastenkürzel, Shortcut für Schnellspeichern. Ziel bestätigt. Warum gibt es das nicht? Es gibt es bestimmt. Vielleicht könnt ihr mir das schreiben, da muss ich selber nicht googeln. Verstanden. Oder einfach in Option gucken. Option, Einstellung heißt das hier. Sehr ordinär. Hotcase, ich liebe diesen heiße, ja. Version 1.09. Nichts geht über 1.0. Ich habe das nie verstanden. Was, wie das geht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ach, ich hätte es doch machen sollen. Ja, wunderbar. Ich habe so gedacht, dass das doch nicht gemacht wird. Und dann wird es doch gemacht. Richtig dumm. Da hätte ich echt Vorsorge treffen können. Dieses Mal hätte ich das sogar in meinen Händen gehabt, das Glück. Ach, nicht auf meinen Bauhof bitte, denn der ist wichtig. Aber ich glaube, das wisst ihr sogar. Wenn sie jetzt auch wieder unendlich mal mit Einheiten kommen, wie soll ich das denn wieder schön schaffen? Ja, 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 was bringt mir jetzt eine Beförderung? Kurz vorm Tode. Da hat man gar nichts von, da kriegt man kein Gehalt mehr. Na gut, wenn man Hinterbliebene hat, denen bringt das vielleicht noch was ein bisschen. Aber nur ein ganz kleines wenig bisschen. Hier ist keiner drin, ne? Hier ist keiner drin. Wenn doch, dann ist das richtig ein Arschloch-Move gewesen. Kritische Einheit wird angegriffen. Wird sie das? Die denken wohl, sie werden cool. Ja, weil sie wissen, damit habe ich im Moment gerade nicht gerechnet. Der hält aber nichts aus, dieser... Ach, ich wusste, da ist jemand drin. Nix da, Kinderspiel. Das ist bitterer Ernst. Das solltest du dir klar machen. Und da könnte ich alles immer so easy sehen. Dann kann das nämlich so ins Auge gehen, wie es die ganze Zeit schon tut. Ich glaube, er kommt diesmal weiter als jemals zuvor in diesem Let's Play. Oder auch nicht. Doch, doch, ich glaube, über die Brücke hat er es noch nicht geschafft vorher.
Jetzt muss es halt noch. Ja, wir sind bereit. Da rein, hä? Da rein. Klappt bestimmt noch. Ja, ihr müsst da mit. Einheit befördert. Das klappt sicher noch. Das klappt sicher noch. Commander? Vielleicht aber auch nicht. BMT erwartet Befehle. Kritische Einheit wird angegriffen. Werfen die Kiste an. Lass doch den Unsinn, Leute. Kritische Einheit wird angegriffen. Lasst das doch. Ist doch schon am Brennen. Kritische Einheit wird angegriffen. Ach, da kommen sie auch noch her. Ich muss der eine BMT hier gegen 10 Richtungen auf einmal schießen. Kritische Einheit wird angegriffen. Ja, okay, speichern wir. Denn jetzt geht's. Jetzt vielleicht geht's ja noch, hä? Vielleicht hauen sie jetzt alle ab, wenn ich sie anschieße, dann haben sie nämlich Angst. Oder ich lock sie nach und nach einzeln hier raus. Könnte vielleicht klappen. Wäre ja witzig. Zu witzig. Ah, wenn sie von beiden Seiten kommen, ist unfair. Das ist echt ein bisschen doof, wenn sie von beiden Seiten kommen. Ja, beweg dich erstmal tausendmal im Kreis, hast Zeit. Ich hasse diese Flammentypen, egal ob Panzer oder Infanteristen. Es kommt. Ja. Okay. Das kam überraschend. Kann ich eigentlich? Nein, ich kann kein Escape drücken. Ich komme nicht ins Menü. Wir müssen uns diesen Jammerhaufen noch ansehen. Bis wir wieder auf der Weltkarte sind. Ich würde ja schon gerne auf Mittel gehen. Aber ich werde es nochmal probieren. Löschen, weg damit. Ich will das nicht mehr sehen. Das kommt auch weg. Das kommt auch weg. Vielleicht habe ich... Wieso habe ich es eigentlich 4 genannt, wenn ich es eigentlich 9 hätte nennen müssen? Deswegen hat es nicht geklappt, weil ich hier keine Ordnung habe. Ich bringe hier keine Ordnung rein. Aber... Zack. Habe ich hier schon die Waffenfabrik? Ich glaube nicht, sonst würde ich hier was sehen. Ich glaube, wenn ich von oben käme, hätte ich vielleicht... Vielleicht... nein, das ist reine Spekulation. Aber möglicherweise könnte ich mit meiner Hypothese recht haben, was aber absolut unbelegbar ist, dass man von oben mehr Chancen hat auf Erfolg. Nämlich auf einen Schlag hier durchzukommen. Unsere Basis wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Einheit wird angegriffen. Nachladen! Ja, das muss erstmal weg. Jetzt könnt ihr darauf. Auf die böse Waffenfabrik. Immer wieder neue Gegner ausspucken. Wieder mit ihm. Feuer! Die ist weg. Greifen an. Jetzt kommt erstmal das Teil, denn sonst komme ich gar nicht dazu, die Waffenfabrik zu zerstören, die zweite. Wenn das nicht weg ist. Ich glaube, hoffe ja, dass der Bau hier gar nichts Neues baut. Aber ich sollte echt mit den Ingenieuren hinkommen, da kann ich dann bestimmt irgendwas ausrichten. So. Gut. Ich muss speichern. Weil ich gerade etwas erregt bin, also aufgeregt. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt doch noch. Ohne neu anzufangen, aber hier fehlt was, oder? War hier, stand hier nicht irgendwas? Ich bin gerade nicht sicher, ich glaube nicht. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Die Sammler wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Die unterwegs. Da die dann. Oben und rechts keine Gefahr mehr. Ist das jetzt echt euer Ernst? Also ich glaub's fast nicht. Dass ich jetzt plötzlich hier wieder Möglichkeiten sehe, das positiv fortzuführen. Nicht nur mit so einem melancholischen Nachgeschmack. Ich glaub's fast nicht. Das sieht fast sogar gut aus. Also... Ernsthaft jetzt? Sind bereit. Einheit befördert. Hey, ein Rang.
Leute! Der baut auch nichts nach. Ich brauch noch einen. Ey, hab ich jetzt keinen Sammler mehr, wa? Doch, hab ich. Das wäre jetzt echt das Größte, wenn ich kein Geld mehr nachbekommen würde und dann doch verlieren würde. Ehrlich wäre das. Ja, gut. Feindliche Einheiten in Sicht. Damit unser Leben. Unterwegs. Jetzt noch. Irgendwann kann ich im Bauhof wieder Verteidigungsanlagen bauen. Ja, hier sollte ich auch mal was hinstellen. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Yeah, yeah. Schon schön, wenn man wieder sich gut fühlen kann hier in diesem Spiel. Wo bleiben meine Ingenieure? Jetzt gehen sie plötzlich vor. Ich weiß auch nicht warum, die sind einfach dumm. Schießt die tot. Einer geht, zwei kommen. Ihr habt keine Chance, wenn es so weitergeht. Oh, da sieht es aber nicht ganz so toll aus. Lasst mich doch in Ruhe. Ihr Idioten. Du sammelst da jetzt nicht, du sammelst hier. Und dann baue ich noch einen Sammler. Bau unterbrochen, abgebrochen. Bau unterbrochen. Einheit wird angegriffen. Und habe einen Ingenieur. Alles bereit. Du holst jetzt den Bauhof und dann legen wir mal richtig los hier. Dann geht. Da gibt's auf die Schnauze mit einer ganz kräftigen Faust. Ich bin so heiß darauf. Sind bereit. Diesem Feind in dieser Mission so richtig eine reinzuwirken. Ja, tun sie gar nicht. Lüg mich nicht an, Efe. Du kommst da hoch, du musst nämlich repariert werden. Ihr seid toll drauf, ja. Und sonst. Oh, hoffe ich komme jetzt keine Lufteinheiten töten, den. Das könnte ich mir fast vorstellen. Wäre mal wieder typisch. Oh yeah. Auf Empfang. Gute Arbeit, Jungs. BMT erwartet Befehle. Was ich ja witzig finde, auch mal wieder, es gibt keine einzige Frau als Soldat hier. Fällt mir gerade mal so auf, weil ich ja jetzt schon Erfahrung hatte mit Soldaten. Und es gibt ja durchaus einige Frauen. Aber hier im Command & Conquer habe ich noch nie eine gehört. Tanja, aber die ist Zivilistin. Jo, der ist tot. Welch Schande, hier ist noch ein neuer. Oh je, neue Verstärkung. Kommt ihr mal auch da runter, damit es cooler aussieht. Und dann. Ja, die wollen nochmal aufwucken, weil sie wissen, sie haben schon verloren. Jetzt hat keinen Sinn mehr für euch, irgendwie noch zu kämpfen. Das gibt's auch. Gebt es auf. Ihr habt verloren. Ihr habt keine Chance. Ihr Arschlöcher. So, rein da. Ich frag mich jetzt, ob ich irgendwie verkaufen soll oder was bauen soll. Verkaufen wäre irgendwie unzureichende Mittel. Auf jeden Fall baue ich erstmal eine Raffinerie. Verkaufen hätte was, weil ich dann Geld bekommen würde. Aber eine Raffinerie gibt auch Geld. Das wollen wir nicht vergessen. Auf Empfang. Verstanden. Predator kampfbereit. Hier kommt mal da runter. Sind bereit. Du musst da noch hoch und dann bekomme noch Einheiten. Och nö, wie sollen meine Predatoren da ein bisschen Chance haben? Aber das Gute ist, der lebt noch und der kann jetzt repariert werden. So. Boah, ich muss kurz entspannen. Oh, ich nehme sogar kurz mal einen Schluck Wasser. Das mache ich beim Aufnehmen nicht oft, aber diesmal bin ich gerade echt ein bisschen aufgeregt, dass es endlich mal sogar klappen könnte. Moment, ich muss einen neuen Speicherstand machen. Eigentlich nicht, aber wie gesagt, aufgeregt. Oh ja, wenn ich diese Mission geschafft habe, dann kommt erst mal wieder Descent. Ich habe es mir so vorgenommen, immer eine Mission
Descent eine Mission von meinem Conga im Wechsel. Wird dann am Stück hochgeladen, nicht abwechselnd. Geduld sind meine Abonnenten ja eigentlich gewohnt. Du kommst da auch hoch. Der kommt da wieder runter. Ja, das ist ganz fies von so weitem einfach zu schießen. Nicht cool. Dum, didum, didum, didum. Was suchst du eigentlich da oben? Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Unsere Basis wird angegriffen. Da habe ich gleich eine Raffinerie. Predator bereit. Neue Bauoptionen. Hey, hey. Hey, hey. Wo ist mein anderer Ingenieur da? Alles bereit. Wieso kann er das nicht einnehmen? An die Arbeit. Einheit wird angegriffen. Das ist seltsam. Das ist sehr seltsam. Vielleicht ist es einmal noch so schöne Technologie für mich, die da käme. Ist aber dumm. Haben Sie im Visier? Ja, habt ihr gut gemacht. Der ist ja richtig befördert hier. Unterwegs. Predator Crew bereit. Wieder ein bisschen Verstärkung. Jetzt krieg ich auch wieder gleich schön Geld. Du bist echt ein Witz, du Sammler. Einheit wird angegriffen. Du hast da oben sammeln. Dann gibt es auch mal ein bisschen hier Geld. Eck hier, er schießt scharf. Mit roten Raketen. Das ist ein Feuerwerk. Ey, erstmal auf den Idioten, der macht uns alle fertig. Tot ist er. Wie ich immer noch so viel Probleme habe, obwohl ich hier von oben überhaupt keine Gefahr mehr habe. Da sieht man echt, wie schwer diese Mission ist. Oh, cool. Nordsammler. Das Problem ist, dass ich da jetzt kurz Hilfe brauche. Hoffentlich schaffen die das zu zweit. Panzerdivision. Sind bereit. Hängt euch an, Leute. BMT erwartet Befehle. Predator bereit. Ich brauche immer nach, aber es werden immer weniger. Irgendwie. Das ist nicht schön. Ich hätte gedacht, dass ich es jetzt ein bisschen leichter habe, aber es ist schon noch sehr schwer. Die Mission macht es einem echt nicht leicht. Lasst mich in Ruhe, gerade die Raketenbots sind halt das Gefährliche. Ich könnte hier... Jetzt kann ich so eins bauen, ich glaub's nicht. Haben die meinen Sammler zerstört? Nein, haben sie nicht. Der Sammler sieht cool aus und der ist getarnt. Der sieht mega cool aus. Die müssen hier oben bleiben, die müssen es hier beschützen. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Schicken Sie Truppen in den Norden der Stadt, um ihnen zu helfen. Wird gebaut. Jetzt kommen sie mit ihren Feuertypen. Wenn ich das jetzt überlebe, dann sollte ich keine Probleme mehr haben. Ich will da gar nicht hingucken, das machen die schon. Stell jetzt mal einfach ganz unauffällig zu denen vom Gegner. Dann kann ich hier nämlich Infanteristen bauen. BMT, wie ist der Plan? Die sind beide noch am Leben, schön. Einheit wird angegriffen. So. Zack. Saboteur. BMT einsatzbereit. 500 und das kostet auch 500. Also nicht so schlimm, wenn ich den in ein Kraftwerk reinschicke. Schicken würde. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit verloren. Ja, die haben es geschafft. Sie haben es abgewehrt, aber ich habe keine Einheiten mehr. Panzerdivision ausführt, erwarten Befehle. Die kommen halt immer wieder neu und die geben nicht auf. Einheit befördert. Gut. Unsere Basis wird angegriffen. Ich sag mal, ich habe für heute genug. Einheit wird angegriffen. Ich denke, ich kann es mit diesem Speicherstand gut schaffen. Speicher halt nochmal auf dem neuen. Aber ich habe jetzt erstmal genug. Wahrscheinlich werde ich, jetzt habe ich da Sam vergessen beim letzten Speicherstand. Schlimm sowas. Wahrscheinlich werde ich nächste Woche weiterspielen. Vielleicht auch morgen. Und wir werden sehen.
wie das hier weiterläuft. Die Entsatztruppen der GDI stehen unter Beschuss. Ich hoffe, ihr freut euch an meinem Erfolg hier bei dieser Mission, ebenso wie ich. Schön, wenn man sieht, wie man vorankommt, wie es weitergeht, wie man sich entwickelt, wie man dann immer wieder Chancen hat, obwohl es so schlecht aussah. Wie ein spannender Film, ein Drama, das sich zur Komödie entwickelt. Eine Komödie, die etwas von einem Thriller hat. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Feindliche Was ein Theater. Mein Name ist Sam. Ich sage tschüss. Immer diese langen Verabschiedungen in letzter Zeit. Tschüss. Mein Name ist Sam.